Moin liebe Leute und hallo auf meinem Kanal. Dies ist mein zweiter Kanal. Ich habe eigentlich einen Kanal, der sich Luis Espa nennt und da mache ich Videos über meine Behinderung und über andere Sachen. Dieser Kanal hier heißt Luis Espa 2, weil er ein Kanal werden soll, bei dem es sich um Infos, Vlogs oder Bonus- und Outtakes handeln soll. Und ich auch dort öfter solche Videos wie jetzt hier gerade reinstellen werde, die nicht unbedingt geschnitten sind. Also die, wo ich halt rede, aber wo ich nicht schneide. Ja, das ist ein bisschen eine Anspielung auf Yarrow oder auf Julian Vlog vielmehr. Aber ich möchte da eigentlich nichts von ihm klauen. Ich möchte einfach nur Videos machen auf dem Kanal, auf dem Luis Espa 2 Kanal, ja, wo es um sowas geht, also um einfach nur reden, wo man mir nur zuhören muss oder kann, und die nicht geschnitten sind, aber auch eben um Vlogs und um Infos über den Hauptkanal Luis Espa. So, und ja, in dem Video soll es jetzt darum gehen, oder ist es ja vielmehr darum schon da auch schon drum gegangen, was es hier für ein Kanal ist. Und eigentlich fange ich jetzt erst an mit dem Thema dieses Videos. Iblali hat heute ein Video hochgeladen, wo er darüber redet, wie YouTube in letzter Zeit wird. Also wie YouTube in letzter Zeit rüberkommt. Und dass YouTube ein ziemliches Problem hat, seiner Meinung nach und eben auch meiner Meinung nach, weil es hat sich einfach Folgendes entwickelt. Genau wie er sagt, YouTube ist zu einer Kommerz-Plattform geworden und zu einer Plattform geworden, wo man Leute guckt oder wo man sich Videos anschaut und dabei einen gewissen Wert an Qualität erwartet. Okay, noch halbwegs normal. Aber diese Qualität soll dann bitte auch schnell erfolgen und auch nicht so rüberkommen, als wenn das zu viel Qualität ist. Also es gibt wirklich manche Leute, die sagen, mach doch jeden Tag ein Video, auch bei mir. Mach jeden Tag ein Video. Wieso brauchst du so lange, um Videos zu machen? Oder auch, ja, Product Placement und bla bla bla, spricht Iblali ja selber auch an. Und das nervt mich einfach auch tierisch. Es ist ja jetzt gerade erst passiert. White City haben aufgehört. Ja, die haben aufgehört, auch aus einem Grund, weil YouTube eben Kommerz wird oder eine Plattform wird, wo es auch um Geld nur noch geht oder um richtig qualitativ hochwertige Videos, die aber, wenn möglich, bitte doch schnell und auch ordentlich geliefert werden sollen und nicht so rüberkommen sollen, als wenn sie mal eben so gemacht worden sind. So, YouTube ist meiner Meinung nach nicht mehr das, was es mal war. YouTube ist leider, ja, wie soll ich das sagen, komisch geworden. Komisch einfach. Ich möchte euch jetzt mal meine Meinung dazu sagen. Es geht mir einfach darum, Leute wie Iblali, Leute wie, auch, ich spreche ihn direkt mal an, Leute wie Iblali, Yarrow oder andere Leute, die das eben nur einzeln machen, die haben die ganze Arbeit alleine zu machen. Und die machen das aber auch, weil sie es gerne machen. Und nicht, weil sie damit unbedingt Geld verdienen wollen, sondern weil sie es eben, ja, weil es eben ihr Beruf ist. Aber auch eben, ja, sonst hätten sie ja nicht mit YouTube angefangen, wenn es ihnen Spaß macht. Und wenn sie es für Leute machen, die, ja, für Leute machen und Leute damit erreichen wollen, sag ich mal. Also, ich verstehe dann Leute nicht, die schreiben, ja, mach doch mal jeden Tag ein Video. Oder, warum kommen denn so schlechte Videos? Oder, das und das ist schlecht. Man darf auch nichts Neues ausprobieren auf YouTube. Man darf nichts Neues machen. Iblali hat Ali Tells gemacht,
Amlani hat Videospielmythen gemacht. Kaum hat er mal was Neues ausprobiert oder ein Video mal neu gemacht, dann kamen gleich wieder mehrere Hates. Auch bei anderen Leuten, wenn sie dann mal neue Formate ausprobieren, dann sind natürlich logischerweise die Zuschauer daran gewöhnt, dass sie das eigentlich sehen, was eigentlich kommen sollte. Aber wenn mal ein neues Video kommt, dann heißt es gleich wieder, was soll das? Voll scheiße. YouTube ist meiner Meinung nach leider so geworden und das ist ein Problem, weil ich habe das Gefühl, es gibt wirklich dadurch immer mehr Leute, die YouTube dadurch kaputt machen, dass sie solche Kommentare schreiben. Weil YouTuber dann nicht mehr wissen, ja, wofür machen wir das hier? Oder warum, was machen wir falsch? YouTube sind wir. YouTube gestalten wir selber. Wir wollen uns ausprobieren. Wir wollen unsere eigenen Sachen machen. Und die Leute, die es gucken wollen, die gucken es. Und Leute, die es eben nicht gucken wollen, die müssen da noch nicht draufklicken. Also, ich verstehe dann Leute auch nicht, die das dann extra angucken, beziehungsweise anklicken, nur damit sie dieses Video disliken können. Leute, guckt es euch nicht an. Auch wenn ihr ein Abonnent wart vorher, von mir oder von anderen Leuten, die ihr vorher geguckt habt, und der bringt jetzt Videos raus, die er mag, aber ihr nicht mehr, weil sie eurer Meinung nach scheiße sind, ja, dann macht's doch nicht. Dann guckt's doch nicht. Aber schreibt doch nicht so einen Scheiß, dass das Video scheiße ist. Das Video ist aus deiner Sicht scheiße, aber das Video ist nicht von der Qualität her scheiße, dass keiner gucken will, weil es irgendwie, keine Ahnung, dumme Inhalte hat. Es hat einfach nur Inhalte, die dich nicht mehr interessieren. Ja, aber dann brauchst du das nicht immer bei jedem Video preisgeben, dass mal was Neues ist. Also so geht's mir. Auch so, wenn dann Leute sagen, ja, das ist geklaut von dem und dem. Ja, vielleicht ist es geklaut, aber vielleicht hat derjenige dann auch seinen persönlichen Stil damit reingebracht. Vielleicht hat er sich auch abgesprochen. Was ist denn so schlimm? Ja, am Clown. Clown kann man Clown sagen. Natürlich klauen einige. Was nicht immer schön ist, wenn sie es nicht abgesprochen haben oder wenn einer dadurch gedisst wird oder so. Aber wenn sie es abgesprochen haben oder ich sag mal, wenn Apecrime jetzt von YTT was nimmt, wo die mit drin, also wo sie zum Beispiel Produkte nutzen oder Requisiten benutzen, die in YTT-Videos auch vorkamen. Beziehungsweise, ich kann mal ein Be Beispiel nennen. Bei Halt dein Maul gab es ja diese Gitarren, die aus Pappe waren. Und die haben Apecrime auch genommen in ihrer Parodie. Ja, dann hieß es, habe ich wirklich gelesen, dann hieß es, die Gitarren sind geklaut, bla bla. Und da frage ich mich dann auch wirklich, was soll das? Also ganz ehrlich, YTT und Apecrime waren bzw. sind Freunde und die klauen nichts voneinander, sondern die nehmen es, weil sie eine Parodie lustiger und humorvollerweise aufeinander machen. So, also meine Meinung ist einfach, dass YouTube wieder zu dem werden soll, was es mal war. Eine Plattform für Videokünstler, wo diese Künstler das reinstellen, was sie wollen, was sie produzieren wollen, wo Zuschauer konstruktive Kritik lassen können und sich aber auch Videos angucken und dann zum Ende sagen, nee, finde ich nicht so gut, ich vermisse das andere, aber wenn er das jetzt öfter macht, dieses Neue, dann muss sich dieser Zuschauer, der das eben nicht mag, verabschieden von ihm. Also man kann, also die Zuschauer können zwar mal bestimmen, was kommt, mal bestimmen, was für ein Content kommt, aber wenn er dauerhaft, also wenn der YouTuber selber dauerhaft gesagt bekommt, das ist scheiße, weil es eben eine neue Sache ist, dann sage ich als YouTuber einfach, ja, dann guckst du nicht an, tschüss. Guck dir was anderes an, aber nerv mich nicht mit deinen Kommentaren. So, Entschuldigung, dass ich so bin, aber
Das soll, also dieses Video soll eine Antwort auf Amlali sein, dass ich seiner Meinung nach voll zustimme und dass ich genauso denke wie er und dass mich das einfach nervt, was heutzutage mit YouTube gemacht wird oder auf YouTube passiert, wo sich Leute darüber streiten, wie Qualität ist, wo sich Leute darüber streiten, wie blöd ein Video ist und sowas. Also tut mir leid, YouTube ist wirklich Kindergarten geworden, meiner Meinung nach. Und das müssen wir echt verändern. Also meiner Meinung nach muss hier mehr konstruktive Kritik geleistet werden oder gepostet werden. Und auch viel, viel offener und netter miteinander umgegangen werden. So, ich hoffe, ihr schreibt jetzt nicht, nur weil es ein neuer Kanal ist, hin, Scheiße, was will der denn jetzt hier? Warum labert der sowas? Oder er klaut es von Yarrow, kann ja auch sein. Ja, ich habe meine Inspiration von ihm genommen, sowas zu machen. Aber das, ich glaube ja nicht sein Stil. Ne? Also, ich hoffe, ihr versteht das. So, das war meine Meinung zum Thema YouTube wird schlimm. YouTube wird, naja, schlimm kann man nicht sagen. Aber YouTube wird so ein Problem, wenn es so weitergeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.